Asche. Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hast wird Truppen schicken, um die Corvus wir machen Schluck an. Ja, müssen wir jetzt in den da reinsteigen? Cool. Dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Oh Gott. AT-ST. Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Wussten die überhaupt jetzt hier, was die Mission ist? Nee, ne? Doch, wir mussten die eine Frau da, das ist eine Ausbilderin für die eine Außerirdische da, als der uns verraten hat, den müssen wir hier rausbringen. Ja, die mussten wir rausbringen, aber wussten die nicht, dass es mit Asche aufhatte? Nee, das wusste die nicht. Deshalb ist die ja jetzt gerade hier am Durchdrehen, weil das hier einmal ein Planet ist und der zerstört werden soll. Das gefällt ihr gar nicht. Und der Dell, der hat einfach nur einen Ständer. Ich glaube, da ist ein anderer AT-AT, merke ich gerade. Die ganze Zeit auf den Fall. Schieß auf die Beine! Leute, wie unlogisch. Ich schieße zwei, dreimal auf den. Der ist kaputt, aber der schießt jetzt halt auf mich und ich gehe nicht kaputt. Gute Arbeit. Wir nehmen überhaupt keinen Schaden, Daniel. Wir sind sterblich. Ja. Ich schaffe diese Mission, ohne überhaupt einmal angeschossen zu werden. Hier steht da auf. Was ist drin? Oben. Weiß ich nicht. Hier kommt sie. Nein, Heiden über uns! Ich weiß gar nicht, mit so einer Waffe kann das Imperium doch gar nicht verlieren, ey. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen! Ja, Kommander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Du Idiot, geh aus dem Weg. Oh Gott, Stellung halten. Utsch, utsch. Utsch, utsch, utsch. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse, mitten in die Fresse. Wir werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Aber wo ist der Offizier hier? Ah, meine Augen! Ah! Oh Gott, da kommt ein... AT-AT! Ja. Ich schnall den mit meinem Granatwerfer aus. Oh Gott. Keine Angst, Daniel, du hast die Macht. Du hast recht, ich habe die Macht, andere zu verprügeln. Ja, verprügel den AT-AT. Mitten in die Fresse. Oh, Alter, der wurde gerade von dem Blitz getroffen. Ja. Macht, was der Commander sagt. Was? Was denn los? Bring uns hier raus! Schon dabei! So, es hat gebrochen. Ich bin gerade geflüchtet.
Rampe wieder zurück. Was? Rampe wieder zurück in meine Zelle. Ist er gerade? Ja. Eine Cutscene? Nee, noch nicht. Ich laufe gerade dem Lando hinterher. Okay. Sorgt er doch. Der wartet hier schon bei mir. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Asche. Ich habe dafür zwei. Was? Die wollen nach Naboo, Daniel. Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Im Comic ist Operation Asche auch auf Naboo gewesen. Wo sie uns überwachen. Wir wissen, dass Operation Asche nach Asche unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Warum tut der Dell eigentlich in die falsche Richtung gucken? Wir wollen keine Rebellen werden. Oh, das ist der Rote Schwadron. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können oder wie jetzt heißen gehen, die? Oder Sie helfen. Wer? Diese Rebellengruppe hier, Rot-Schwadron. Was soll ich sagen? Red Squadron, ja. Ja, waren gerade da einer dafür. Ja. Das ist der Luke ist auch dabei, der ist Red 5. Ja. X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Ach, da sind die jetzt auch, okay. Was ist die Alternative? Ach, Daniel, jetzt sind wir schmutzige Rebellen. Yeah. Also. Was? Das ist der Ladebildschirm. Was? Ja, Lando sagt mir so, wir bauen eine Entscheidung. Auf einmal. Hyperrauchen. Lando, dein Timing ist erstklassig. Okay. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Asche. Alle bei dir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Asche. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Junge, du hast echt zu viel Spaß daran, oder? Persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst. Die Satelliten sehen cool aus, aber fliegt da bloß nicht durch die Laserstrahlen. Das muss der Thermalenergiekern sein. Ja, das R2-Dingen heilt uns. Ja, das heilt dich. Das repariert dich. Spezielle X-Wing-Fähigkeit. Satellit zerstört. Weißt du, du wusstest das schon längst, aber. Hey, Vorsicht! Ja, nö. Ich wusste schon so einiges schon, also. Einige Videosequenzen habe ich auch schon gesehen. Ich weiß aber noch nicht, mir gefällt halt gar nicht, dass wir jetzt schmutzige Rebellen sind, ey. Ja, die sind schmutzig. Ich kann den Gestank bis hierhin riechen. Die riechen nach Asche. Aber die sind doch in einer weiten Galaxis. Können wir das jetzt irgendwas sagen? Die sind auf einem Bildschirm. Das ist noch viel weiter als eine weit entfernte Galaxis. Oh. Hm. Okay. Okay, ich weiß jetzt, was diese rechte Fähigkeit ist. Das sind Torpedos. Das haben wir auch schon vorher. Ja, aber ich wusste nicht, wie man die einsetzt. Gegen den Satelliten geflogen. Oh Gott, ich auch einer. Boah, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nein, nein. Oh Gott, wie habe ich das überlebt? Bitte auf dem Planeten landen, Daniel.
Wo kommen die denn auf einmal her? Waren gerade noch nicht da. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Jetzt sind sie da. Und dann verschwinden. Stimmt's? Stimmt. Auf einmal noch mehr Satelliten, ne? Sobald die Satelliten weg sind, ja, ich weiß. Schießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Ich sollte gleich wieder rausfliegen. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Die sollen wir abschließen, okay. Ist er rausgeflogen? Noch nicht. Wie viele kommen denn da noch? Satellit ausgeschaltet. Detektor sieht gut aus. Na los. Noch einer und dann kommen wir noch mal so 10 wahrscheinlich. Ich bin offline. Was sind das denn für Freaks? Boah, Gott verdammt, ey. Ich hasse arme Leute. Ah, okay. Deswegen bin ich eine Schlampe. Und die macht aggressive Verhandlungen, Daniel. Das ist eine der Fähigkeiten von der. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Bist jetzt gerade auf Naboo, oder was? Ja, Cutscene, um ja. Das Imperium aufzuhalten. Ja. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen. Aber du warst ja schon mal auf diesem Planeten da. Ja. Treffen wir uns am Palast. Klar. Ja. Ich bin direkt in dem Palast. Verstanden. Mit meinem Fighter. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Gedenkt nur Han Solo und Chewbacca, die wir noch nicht gespielt haben. Der imperiale Verstärkung sammelt sich in ja. Wir können sie stoppen, aber du musst dir mal die Zivilisten da ansehen, Daniel, direkt am Anfang, die sind hässlich. Da sind zwei Typen, die sehen genau gleich aus und sind klein. Und arm. Ja. Also den einen, auch den habe ich so gekloppt, ey, dass der mit dem Kopf zwischen Geländer gelandet ist. Ich kann nicht überall sein, halt die Klappe, Dell. Ich hasse dich jetzt, weil du ein Rebell bist. Mein neuer Favorite ist jetzt Husk. Der ist der einzigste, der noch loyal ist. Ihr dürft mich nicht anfassen, ich bin die Tochter von Darth Vader. Ah, das war ein Spoiler. Wo ist denn der Dell? Hier ist ein Schild. Woher hast du denn ein Schild? Die Fähigkeit. Ich hab kein Schild. Du hast kein Schild. Wo hast du die Fähigkeit denn schon wieder her? Ach, da ist ein Schild. Oh, ich scheiße. Na. Hab ich gar nicht gesehen. Den hab ich weggeklatscht.
Was der eigentlich im Tipp gesagt hat, ein guter Tipp ist, für PvP, wenn ihr im Nahkampf landet, ist es immer besser, einfach weiterzuschießen, statt zu schlagen. Okay. Ja, das das macht mehr Schaden, als zu schlagen. Oh Gott. Ja. Traitor. Die Pistole von Leia, ey, die hört sich an wie ein TIE Fighter, ey. Schon mal Zweitfeuer gemacht? Ja, hab ich. Das ist voll überpowered. Ich weiß nicht, eine von den Fähigkeiten heißt irgendwie aggressive Verhandlungen. Und ich bin schon wieder tot. Okay, Prinzessin Leia ist scheiße. Ich mach hier irgendwas falsch, Daniel. Ich bin schon wieder verreckt, ey. Hier sind viel zu viele, ey. Muss ich ihn noch verteidigen? Ja, okay. Ich bin ja schon wieder gestorben. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Okay, dann warte ich. Verprügel an Obst. Wie kannst du denn schon fertig sein, ey? Wusste nicht. Ich hab die ganze Zeit ein Schild um den drum gemacht. Ich nicht. Ich bin die ganze Zeit hier mit dem Stormtroopern am Kämpfen. Dabei verrecke ich andauernd, weil da scheiß viele sind, ey. Wo willst du hin? Hier laufen ein paar Sturmtruppler an mir vorbei. Außerhalb des Gebiets. Sehr geil. Asche.